Yo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Meine lieben Freunde, ich darf euch natürlich gerne wieder darauf hinweisen, dass ein Abo auf diesem Kanal kostenlos ist. Also drückt auf jeden Fall mal ein Abo rein. Und ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, meine Freunde. Und der liebe Tobi sich natürlich auch über ein Abo. Also checkt doch mal seinen Kanal aus. Hi, das bin ich. Der ist nämlich heute wieder mit dabei. Wir haben uns jetzt überlegt, meine Freunde, Hide and Seek. Oh, wir haben schon so viel Hide and Seek gespielt auf diesem Kanal. Hier oben gibt es nochmal die komplette Videoplaylist quasi zu sehen. Da könnt ihr mal durchklicken in der ganzen Fortnite-Playlist. Und ich habe mir überlegt, das muss man doch irgendwie ein bisschen spannender hinbekommen. Und Tobi und ich haben uns gerade einfach was super, super Simples, aber glaube ich richtig Witziges ausgedacht. Und zwar steht einer von uns beiden oben in Tilted, ja? Mit einer Lenkrakete, muss den anderen quasi in Tilted mit dieser Lenkrakete finden. Jeder wird ungefähr 100 Munition oder sowas haben und die Lenkrakete ist quasi das Einzige, was den anderen töten darf. Der andere darf sich nur in der Stadt verstecken, nicht selber bauen. Die Lenkrakete muss den anderen dann quasi auslöchen. So für diesen Spielmodus, ich denke mal, wir werden wahrscheinlich mehrere Runden brauchen, weil irgendwann ist der komplett Tilted Towers einfach kaputt und ich würde sagen, wir springen jetzt einfach direkt mal raus und gucken mal, dass wir sofort eine Lenkrakete finden, Digga, und dann können wir direkt reinstarten. Kann man mehr als 13 Munitionen im Spiel wieder ja, haben? Ja, kann man, natürlich, Schatzi, das ist alles super, super entspannt, Tobi. Mach dir okay. Da kein Köpfchen, ja? Mach dir da kein Köpfchen. Nee, ich hab mir nur Sorgen gemacht. Kleines süße Nüsschen, du. Mensch, hab dich lieb, Alter. Ich drück dich dich richtig fest, mag ich dich gerne. Feste, noch fester. Ja, so lässt. Geilo. Ja. Wir haben auch eben überlegt, meine Freunde, wie lustig es wäre, wenn wir das Ganze in einem Türenlabyrinth spielen. Also wirklich in einem riesigen Labyrinth, was quasi komplett Pleasant Park einmal bedeckt. Das kriegt man ja relativ schnell hin mit 4 Leuten. 4 Leute, die sich quasi in den Labyrinth verstecken und dann ist quasi der eine Sucher mit der Rakete am Start, der das komplette Labyrinth irgendwann komplett zerbombt hat und dann heißt es weglaufen oder überleben. Und wie gesagt, wenn ihr das mal quasi mit einem riesigen Türenlabyrinth mit 4 Leuten, mit Alphastein, iCrimex oder so sehen wollt, dann lasst gerne ein Däumchen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. So, jetzt heißt es aber erstmal hier suchen. Manchmal, ich habe gerade schon wieder einen Lollipop im Mund. Warum? Hört man das? Nee, überhaupt gar nicht, also was kaum zu hören. Klingt einfach so geil. Ich hab einen. Echt? Ja, goldener. Alter, nice. Ich hab 18 Schuss auch wieder. Oh mein Gott, Digga. Es hat so lange gedauert, Leute. Aber jetzt haben wir es endlich hinbekommen. Es hat einfach echt 25 Minuten gebraucht, bis man aus dem Airdrop diesen gottverdammten Granatwerfer gefunden hat. Dann geht es auf, Leute. 45 Schuss habe ich. Ich glaube, Tobi hat auch noch mal ein bisschen was. 18, ja. Da haben wir auf jeden Fall 60 Schuss. Ich glaube, damit sollten wir Tobi in Tilted aufspüren können mit der Lenkrakete. Nö. 30 Sekunden ab jetzt. Bin versteckt. Was denn? 30 Sekunden ab jetzt, habe ich gesagt. Okay, 30, 0, 7. Okay, on go. Ich kann dir immer ein paar Tipps geben, so wo du gerade. Ich sehe aber, du fliegst hin. Ah, du fliegst zum Parkhaus. Ne, zum blauen Haus. So wie ich das höre. Und ich sag mal so, ne? Erste, was ich jetzt mache, ist erstmal Big Bang abreißen, Digga. Nein! Nein, Spaß. Da bin ich nicht. Glaubt ihr nicht? Was warst du? Ich glaub, dass du da rum bist. Ich bin da nicht. So. Und du bist nicht im Big Ben. Ich wusste es. So, ihr seht jetzt gerade Tobis Sicht. Flieg doch nochmal zum Big Ben. Ich dachte, du hättest das ehrenlose Versteck genommen. Welches? Ja, das ehrenlose Versteck, was ich immer gewählt habe bei Hide and Seek. Nein, da will ich nicht. Oh Gott. Okay, da unten warst du auch nicht drin. Ist ja mal ultra geil, einfach da mit jemandem zu suchen. Vor allem, weil man sich durch Fenster und sowas bewegen kann, weißt du? Okay, du wirst auf jeden Fall im südlichen Teil von Schildes sein, oder? Ja, das hätte ich mich ja nicht so schnell versteckt, ne? Sag ich mal so. Ich glaube, du hängst unten bei der Tankstelle oder sowas, Digga. Ich sehe die ganze Zeit deine Rakete, ne? Vorbeifliegen. Oh. Ups. Ups, schon wieder. Fliegst immer in dieselbe Richtung. Nein, Spaß, da war ich auch nicht. Ja, währenddessen kann ich... Okay, warte, mein Freund. Digga, ich hab halt diesen Tanz gemacht. Ich spiel's Golf. Wollen wir sagen, dass man beim Suchen irgendwie 3 Fragen frei hat oder so? Können wir machen, ja. Okay. Wo bist du? Wo bist du? Okay, du kannst mich jetzt was fragen. Du siehst die ganze Zeit, weil ich da vorbeifliege. Okay, was siehst du momentan? Ich kann das Material sagen, das ich sehe. Ja. Und das ist, also ich sehe Bricks. Ja. Weiter weg, Stahl sehe ich auch hier. Das ist vor mir direkt. Da, und ich höre eine Kiste. Also das war jetzt schon echt ein harter Tipp. Das berührt meinen Kopf. Na, nice Idee. Wenn ich merke, dass du nah an mir dran warst, darf ich dann weglaufen? War ich nah an dir dran? Digga, ich war unterm LKW, du hast in den LKW reingeschossen, Alter. In den einen? Ja, ich hab die Explosion gespürt. Ich hab dich nicht links gesehen. Links da bei dem. Bei dem hier? Da. Nein, nein, bei dem links, wo man sich drunter stellen kann. Da war ich drunter. Echt jetzt? Digga, ich dachte so, fuck, jetzt hast du mich. Und da bist du richtig da reingeflogen. Ja, genau, da war ich bei dem. Und du Penner sagst dann noch so, ja, nice Idee, Alter. Aber ich musste so ruhig bleiben, ne? Ich dachte mir so, kacke, Alter, jetzt hast du mich. Oh, Digga, okay. Der ist fast kaputt gegangen. Der hat, glaube ich, nur noch 100 Leben. Wenn du den kaputt gemacht hättest, du hättest mich gesehen. Das war echt knapp. Das ist echt knapp. Das ist, jetzt ist knapp. Okay, was siehst du gerade für Material? Stahl. Oder ist es Stahl? Ich glaube schon, ja.
Nicht auf das, auf das Wohnmobil schießen, das hat der nicht. Hä? Getan. Okay, ich hab nicht mehr so viele Schüsse, 39 nur noch. Ja, ist ja noch einiges. Du hast eigentlich nur eine Frage, ne? Du kannst dich ja fragen, ob ich in einem Gebäude bin. Ja, und bist du ja in einem Haus? Nee. Du bist auf der Straße also? Ja, nicht auf der Straße, ich kann auch neben dem Haus stehen oder so. Kennst du dieses Versteck unter den Treppen hier außerhalb von Tilted? Nee. Hä, nicht? Das wäre voll assi, Alter. Warum? Ja, Junge, das wäre einfach scheiße. Hä, wieso? Weil das assi wäre. Da bist du aber nicht, weil ich fliege jetzt dahin und verschwende wieder eine Rakete, kleiner Penner. Hä, Junge! Ich war da. Gerade, oder wie? Hä, ich hab dich nicht gesehen. Hä, du musst hier vorne irgendwo sein, Alter. Wenn ich jetzt sag, wo ich war. Ja. Du hast sogar diese orange Mülltonne gesehen, wo du drüber geflogen bist. Hinter der war ich. Digga, du bist ein Meter wieder über mir geflogen. Du hast mich nicht gesehen. Ja, genau, wo du gerade dazu fliegst, die Mülltonne. Digga, ein Meter warst du. Kann nicht sein, Alter. Doch, das sieht man alles in meiner Aufnahme. Das kann nicht sein, Junge. Du verarschst mich doch. Nein, nein, Digga. Man sieht alles auf der Aufnahme. Es ist wirklich richtig schwierig. Also. Hier. Stopp! Hab dich. Was? Hä? Ich hab keinen Schaden bekommen. Nein, nein, nein. Hä, wo bist du? Ich bin weg. Oh, ein kleiner Hund, ein kleiner Hund, ein kleiner Hund. Jetzt beginnt das Spielchen. Guck mal hier, links. Guck mal, siehst du mich hier tanzen bei der Baustelle? Guck hier. Ich hab keine Ahnung. Links unten. Mimimi. Ich hasse dich. Du hast keinen Schaden bekommen? Die war aber nicht nah an mir dran. Yo! Das war ein Meter neben mir. Halt's Maul, du hast keinen Schaden bekommen. Nein, wenn eine Tür zerstört wird, dann kriegt man keinen Schaden. Schon wieder keinen Schaden? Ich hab 80 Schaden bekommen. Nice. Muss los. Ich muss weg hier. Alter, das ist so ein Nervenkitzel, wenn ich weglaufen muss. Okay, ich bin jetzt komplett woanders. Das ist doch nicht wahr, Alter, wirklich. Okay, gib mir nochmal einen Tipp, Tobi. Es ist wirklich so schwer, jemanden okay, zu killen. Kannst du eine Frage noch stellen? Bist du am Basketballfeld? Nein. Ich bin im südlichen Teil von Tilted. Wo hängst du, Alter? Bist du an irgendeinem Fenster? Vielleicht. Hä? Als ob du mich nicht siehst. Ich sehe dich wirklich nicht. Okay. Nimm deinen Rocket Launcher in die Hand. Aha. Schau Richtung Big Ben. Als ob, du kleiner Schmarotzer-Penner, Junge. Okay, du bist schneller als ich. Jetzt ist RIP. Oh, ich habe einen Unfall gebaut. Nein. Oh. Halt's Maul, wie hast du das überlebt, Junge? Digga, ich hab einen Backflip gemacht. Nein. Nie im Leben, ich fahr, nie im ich Leben. Fahr ohne Driften. Nein, ich fahr nicht ohne Driften. Ah. Hä? Was? Digga. Nein! Ich hab mich selber in die Luft gejagt. Nein, oder? Sei ich auch geil mit dem Golf, kann wegfahren, du musst mich hier. Ey, Junge, das ist doch nicht wahr, Alter. Ich krieg dich nicht, du bist so schnell. Aua. Nein, ich fahr unter. Nein! Ja! Nein. Alter! Boah, war das eine Katz-und-Maus-Geschichte. Ja, hi, hola, ja, hi, oh. So, ja, ist gut, ja. Ich würde sagen, wir gehen nochmal ganz kurz in eine neue Runde. Versuchen das nochmal, diesmal bin ich der Verstecker. Und ich würde sagen, wir sehen uns bis gleich. Meine Facecam ist wieder aus, ciao. So, Leute, Runde Nummer 2. Wir haben auf jeden Fall den Raketenwerfer diesmal etwas schneller gefunden. Und ich lande jetzt in Tilted und Tobi muss mich quasi finden. Okay, also ich würde sagen, Tobi, es geht gleich sofort los, wenn ich mich versteckt habe. Das dauert halt ein bisschen, weil ich bin sehr schüchtern im Verstecken. Ich tanze so lange einfach, du bist der Hammer. Gut, du kannst mich suchen und los. Ich will gerade runterlaufen. Ja, los, such mich doch. Hör, ey, warum schießt du mit Raketen, Junge? Hä? Das ist so dreist, Alter. Ich dachte jetzt echt. Hä, warum schießt du mit Raketen, Tobi? Oh mein Gott, die sind so weit weg von mir. Hallo, ja. So weit weg von mir, Alter. Ja, mich findest du eh nicht, Digga. Mich findest du eh nicht. Fang mich doch, du Eierloch. Tobi, Tobias. Fang mich doch, du bist nicht krass. Bist du im Norden oder Süden von Tilted? Süden. Tobi, Tobias. Tobi, ich hab nichts verraten. Tobi, Tobias. Ey, bist du nicht? Ja, du wirst schon sehen, Kollege. Tobi, Tobias. Lass mich bitte in Ruhe, du Schatz. Tobi, Tobias. Finden wirst du mich gar nicht, Schatz. Ja, willst du mich jetzt auch irgendwie mal töten oder nicht, Alter? Was ist denn das, Tobi? Ja, ich hab das Gefühl, du verarschst mich. Tobi. Warum bist du nicht hier? Wo? Oh, war ja. Tobi, Tobias. Wie findest du nicht, Tobi? Lass mich bitte in Ruhe, okay? Lass mich einfach hier sitzen. Digga, du bist hier nirgends. Ich will einfach chillen, okay? Lass mich einfach mal chillen, Dicker. Lass mich doch einfach mal chillen, Alter. Wo schießt du denn hin, Junge? Ist ja komplett daneben, Alter. Siehst du meine Raketen? Bist du in einem Gebäude? Ich fühl die, Alter. Nein, können wir so einen Deal machen, nee, dass du mich einfach nicht findest, ja? Nee, sowas machen wir gar nicht.
Komm, du findest mich hier nicht, Alter. Du kannst suchen, wie du willst. Digga, wo bist du? Ja, ich hab mich versteckert. Ich bin weggeschlichen. Ich bin weg. Du hast noch eine Frage offen und dann bist du besoffen. Ach, Tobias. Du bist nicht. Du bist in dem Gebäude. Ja. Du lügst wieder. Du weißt doch gar nicht, wo ich bin, Alter. Kannst du nicht so eine Aussage treffen, wenn du gar nicht weißt, wo ich bin, Alter? Komm, man sieht hier am Splitscreen gerade, wie du die ganze Zeit komplett falsch fliegst, Alter. Tobias. Was soll der Spaß? Was soll der Spaß? Tobias. Alter, hör auf mit deinem Tobi. Digga! Du findest mich nicht. Es gibt, keine Möglichkeit mehr, wo du sein kannst. Ja, okay. Außer unter diesem LKW hier. Ja! Digga! Ja, die prüft her! Okay, komm, ich weiß, wo du landest. Ich seh dich. Ja, komm, das war echt fies, Alter. Du kannst ja gar nicht verlieren. Das geht doch nicht! Jetzt komm wieder zurück und lass dich töten. Nein. Ich hatte dich. Nein, hast du nicht. Du hast mich ja nicht getötet. Die Explosion hat mich ja nicht umgebracht. Ja und? Weil ich weg-TP'd. Nein, Digga! Die Explosion ist ja trotzdem passiert. Die Explosion ist ja trotzdem gekommen, aber du hast mich damit nicht getötet. Hast du Schaden genommen? Ja. Also ist alles fair, okay? Nee. Alles gut. Doch, doch. Wir machen so einen Deal. Alles okay. Ja? Ich hab eine Idee. Ich bin schon komplett woanders. Ich weiß nicht, warum du Richtung Basketballfeld ziehst. Ich weiß zwar, wo du hinschießt, aber, also ich sehe es, aber bin schon wieder komplett anders. Tobias, mich findest du nicht, ich mach dich nass. Gib mal einen Tipp. Ich hab in die Hose geschissen. Miep, miep. Reicht das? War das der Tipp? Ja. Hey Jesse, wir müssen Meth kochen. Ich guck grad Breaking Bad nebenan, deshalb. Ach so. Hey Jesse, komm, wir machen Meth. Okay, Walter White. Ja, bist du dumm? Was denn? Verarsch mich. Was für Jesse, was für Meth kochen? Jesse, magst du auch gern Meth? Ja, Walter, ich liebe Meth. Wir treffen uns nicht beim gelben Bus. Wir treffen uns nicht beim gelben Bus, Jesse. Es gibt mehrere in der ganzen Stadt. Nein, gibt nur einen gelben Bus. Schmackotastisch! Ich bin Walter White. Du bist hier nicht. Ich bin Walter White. Ja, hier nicht. Ja, hier ist auch noch ein gelber Bus. Nee. Im Kiosk. Tobi. Ich bin nicht im Kiosk. Ich verkaufe keine Waren. Ich habe Verbot bekommen bei der Stadt Köln. Hör auf! Nicht da reinfliegen! Nicht da reinfliegen! Hör auf! Oh mein Gott, Walter White. Walter White 2.0. Jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's aber wirklich. Jesse? Ja? Jesse Pinkman! Ah! Nein! Ja! Nein! Ich bin dir so entgegengesprungen. Ich habe gewonnen. Jesse Pinkman! Ich habe gewonnen. Nein. Doch! Nein. Doch! Hab gewonnen. Guck mal. So Leute, das war's von diesem Video. Ich hab mal wieder gewonnen. Hallo. Tobi hat wieder... Hallo. Mann, halt's Maul! Warum kannst du noch reden, wenn du in einem anderen Team bist, Alter? Ich hab gewonnen. Gut, Leute. Ich würde sagen, damit habe ich wieder gewonnen. Tobi hat wieder komplett verloren. Das war wieder richtig leicht gespielt von ihm. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr findet, dass wir beide gewonnen haben und es keinen Gewinner gibt. Und wenn ihr wollt, dass Tobi auf jeden Fall mal nächstes Video auch dabei ist, dann lasst auf jeden Fall ein Abo bei ihm da. Das war's von diesem wunderschönen Video. Ich bin damit fertig, Leute, mit dem Leben. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal wieder. Macht's gut. Haut da rein. Bis dann. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao.